Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Warte mal. Oh, er hat gerade gehört, mein Vater hat geschrien. Ich muss ein bisschen leiser reden. Yo, was geht ab, Freunde? Heute drehen wir ein Snapchat FAQ. Viele haben mich gefragt, hey, erzähl doch mal was über dich. Lass uns doch mal ein paar Fragen stellen. Wir möchten über dich mehr erfahren. Klar, warum nicht? Das mache ich heute. Von Anfang an schon mal vorab, falls meine Kamera ein wenig wackeln sollte, ich habe mein Stativ leider nicht zu Hause und ich musste sehr spontan sein. Daher wundert euch nicht, ich habe mir hier sowas aufgebaut, ja, mit hier Karton und Wäsche. Und Tyson hat sich hier drin versteckt. Also nicht wundern, wenn es ab und zu hier wackelt. So, fangen wir auch sofort an, wollen nicht viel rumlabern. Wir haben hier die erste Frage, ich gehe mal auf den ersten drauf von Fico. Bist du cool? Ja, Leute, bin ich cool? Das ist eine sehr gute Frage. Hey, Marc, wer ist der Coolste? Du nicht. So, hier haben wir den nächsten, und zwar den Vulkan. Sehr gute Frage. Wie hat deine Katze es geschafft, aus Menschenklo zu gehen? Ja, folgendes. Ganz kuriose Story. Ich hatte damals zwei Katzen, jetzt ja nur noch eine. Das war Tysons Zwillingsbruder. Das war halt so ein Freigänger, der war immer draußen, der ist jetzt irgendwann ist er nicht mehr zurückgekommen. Lange Geschichte. Auf jeden Fall, ich bin immer auf die Toilette gegangen und vor allem Tyson hat mir immer gefolgt. Also Tyson ist echt abhängig von mir, egal wo ich hingehe, der muss mir immer hinterherkommen. Und dann ist der mit seinem Bruder, damals ist er mir auf die Toilette gefolgt, und dann war ich auf dem Klo und die sind da so vor mir am Spielen und am Riechen und weiß ich nicht was. Und irgendwann, die riechen, der Bruder ist unten geblieben, der ist da so am Riechen und Tyson ist immer aufs Klo gesprungen, so, da hat er gerochen, hat geguckt und weiß ich nicht. Irgendwann, so, der hat das verstanden, weil ich habe dann, nachdem ich auf der Toilette war und klein gemacht habe, habe ich mal nicht abgespült. Dann wollte ich dem zeigen, hey, der soll das riechen und verstehen, was hier gemacht wird. Und Tyson ist so schlau gewesen, der hat das dann verstanden, hat dann einfach wo wir auf die Toilette gehen, hat er einfach hingepinkelt und dann habe ich den sofort danach gestreichelt und Leckerlis gegeben und keine Ahnung, so halt wie bei Hunden, wenn die was richtig machen, dass du denen dann sofort halt zeigst, okay, du hast das richtig gemacht. Und der hat das dann verstanden und das ist wirklich schon, ja, das ist schon so lange her, dass der aufs Menschenklo geht, also ich glaube, der ist ja jetzt 4,5 locker, also das ist spätestens mit so, wo der 1 war oder 1,5, ich weiß es nicht, da hat er das schon verstanden. Es spart wirklich sehr viel, sag ich mal, Arbeit für mich, weil der geht ja jetzt kaum mehr aufs Katzenklo, ne? Weil das bleibt jetzt immer sauber, ich muss das gar nicht mehr sauber machen. Ich habe da mein Streuen fertig, weil der geht immer aufs Menschenklo. Wenn er mal sieht, okay, beide Toiletten sind besetzt, dann geht er auf seinen Katzenstreuer, aber sonst, der wartet immer, der miaut, krass, und sofort geht er aufs Klo und fertig. Ja, meine lieben Freunde, und da sehen Sie, wie mein Tyson auf die Toilette geht. Ja. Tyson. Oh, shit, ich bemerke es erst jetzt, dass wir kein Toilettenpapier mehr haben. Was machen wir jetzt, Tyson? Hör mal, wenn sie jetzt die Toilette verlassen, ohne ihren kleinen Pipi-Mann abzuwischen, dann haben wir ein Problem, Kollege. Hör mal. Ja, genau, fein. Bisschen sauber machen. Nächste Frage von Jesse. Kannst du noch ein Salto? Ich habe jetzt zuletzt einen Salto in der Halle gemacht, wo ich gegen Kerem, den MMA-Kämpfer, gekämpft habe. Da war es so gut, weil in der Halle hat es an der Wand auch so, das war so aus Matze, so. Also du konntest einfach so geil drauf laufen, deine Füße klebten richtig an der Wand fest. Aber ob ich das draußen noch kann, das ist eine gute Frage, weil ich bin wirklich jetzt so nicht mehr der Jüngste und meine Gelenke werden älter, aber ich glaube, ich versuch's mal. Läuft. Aua. Leute, ich bin gerade heiß. Bekommt noch eine Zugabe von mir. Cut. Ach, da bin ich wieder, Leute. Boah, bin ich erschöpft, Mann. Ja, ihr habt's gesehen. Ich hab's immer noch drauf. Zwar nicht wie früher, ne? Man kann doch ein bisschen üben, aber naja, immerhin, ich kann es noch. Ne? Das ist doch das, was zählt. Was ist dein peinlichstes Ereignis? Oh, was ist mein peinlichstes Ereignis? Ah, lass mich mal überlegen. Boah, Leute, jetzt muss ich echt richtig überlegen. Boah, Leute, mir ist gerade was eingefallen. Ne?
Das war auch noch vor kurzem. Das war mega peinlich. Pass mal auf, pass mal auf. Oh mein Gott. Ey, dass ich das jetzt erzähle, ne? Ich war in der Shisha-Bar von einem Kollegen, da war ich mit ein paar Jungs. Ey, wir haben so viel gegessen, wir haben so reingehauen. Irgendwann ist so, boah, mein Magen spielt verrückt. Ich vertrage auch nicht so viel Süßes abends und keine Ahnung. Ich so, ey, ich muss aufs Klo. Aber habt ihr hier saubere Toiletten? Boah, ich hasse das. Auf fremden Klos. Ne, mein Geschäftszimmer. Ey, ich kann das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, da meinte einer, ey, weißt du, was wir immer machen? Aber das kannst du nur in Kooperation mit einem Partner machen. Du gehst aufs Frauenklo und einer muss Schmiere halten. Ich so, du hast recht, das ist immer sauber. Dann gehe ich aufs Frauenklo, ich sag, ich brauch doch keinen Partner. Ey, ich gehe gerade rein. Klo schön so, dreilagig beschichtet, nochmal trotzdem aus Sicherheitsgründen mit Klopapier. Ich setz mich gerade hin. Was passiert? Zwei Frauen am Reden. Na, komm hier rein. Hallo? Was mache ich? Soll ich jetzt meine Stimme verstellen? Hallo, gesetzt? Oder soll ich zurückklopfen? Ich dann zurückgeklopft, die so, oh, sorry. Ey, die sind da vor der Tür um die. Was machen Frauen natürlich, wenn sie zu zweit allein auf dem Klo sind? Ja, sie lästern, sie tratschen. Ey, die sind am Reden. Und dann hörst du noch von da an, hey, ist sie eingeschlafen oder was da? Haha, lachen dann so. Und nicht die ganze Zeit so. Ich wollte keinen Mucks von mir geben, ich konnte einfach nichts zu Ende bringen. Oh mein Gott, war das peinlich. Und die dann so, ich eingeschlafen? Und ich komme wieder zurück. Ey, mir war das so peinlich. Irgendwann, keine Ahnung warum, die verlassen die Toilette. Ich sofort angezogen, rausgerannt, sofort auf die Männertoilette. Und ich habe davor schon überlegt, soll ich jetzt einfach aufstehen und sagen, oh, das war die Frauentoilette? Hab ich gar nicht gewusst. Soll ich einen auf den machen? Aber ich könnte das nicht bringen. Ich müsste dann so lachen. Was mache ich? Ich renne auf die Männertoilette. Sie kommen mir hinterher. Kloppt, weil die dachten, da war immer noch besetzt. Ich so, du dummer Alter, geh doch dahin, nerv mich nicht. Wieder sauber gemacht, schön vier Lagen, weißt du, hingesetzt. Die klopft, ich klopf wieder zurück. Und dann ich so, hey, hallo? Weil das war ja die Männertoilette. Und dann die so, ey, hier ist auch besetzt, ich fass es nicht, ich kann nicht mehr. Rennt rüber zu ihrer Freundin und ich so, oh mein Gott, was war das denn? Dann, ich gehe zurück zu den Jungs, ich erzähle ihnen die Story. Die lachen sich tot und ich gucke, da waren vier Frauen, zweiter, welche waren das? Ich wollte gar nicht mehr hingucken. Was macht der Kollege, der Wichser? Der sagt einfach so, Kamera gekackt. Der sagt einfach, Kamera kacken. Ey, ich wollte den umbringen, ey. Alter, zum Glück hat das keiner gehört wegen der lauten Musik. Ich bin gestorben, also. Bis heute, an was ich mich so richtig erinnere, war das einer meiner krassesten, peinlichsten Ereignisse. Da war ich Game Over. So, kommen wir mal ganz schnell zur nächsten Frage. Hey, du wolltest doch mal erzählen, warum du und deine Ex nicht mehr zusammen sind. Damals wolltest du mal ein extra Video dazu drehen, aber hast es dann doch nicht getan. Kannst du uns vielleicht erzählen, weil mich interessiert das irgendwie. Aha, habe ich gesagt, dass ich darüber extra ein Video machen will. Interessant. Erinnere ich mich nicht mehr ganz genau daran, aber ja, ne? Ihr habt natürlich das Recht darauf zu erfahren, was passiert, wie alle anderen Dinge. Ihr seht plötzlich ein Bild auf Instagram und dann am nächsten Tag nicht mehr. Ja, was war los? Wenn du Videos drehst als YouTuber oder Instagramer, was auch immer, halt, wenn du Videos drehst und Frauen drauf zu sehen sind, ist es normal, dass die Freundin eifersüchtig wird, ne? Man kann darüber diskutieren, aber das Problem war halt immer, wenn ich Videos gedreht habe, eine Frau drauf zu sehen war, ich dann mal gesagt habe, hey, super, danke, tschak und ciao und dann mal ein Kompliment gemacht habe, keine Ahnung, was auch immer, so Kleinigkeiten, dass die Freundin halt eifersüchtig wurde und dann immer dadurch Streitereien entstanden sind und man hat sowieso Kopfschmerzen und keinen Kopf dafür, um dann jedes Mal wegen sowas zu streiten, ne, war halt unnötig. Habe ich mich halt entschlossen, hey Khan, du bist noch jung, du hast eine Zukunft vor dir, entscheide dich. Dann habe ich mich halt für YouTube entschlossen, für meine Arbeit, für meine Zukunft. Und der hat mich halt entschlossen, dass ich dann weiterhin Single bleibe. Werde ich auch weiterhin bleiben, ich habe echt kein Interesse an einer neuen Beziehung, weil ich keinen Kopf dafür habe. Ich denke mal, das ist nicht nur bei mir so, bei vielen Pärchen ist es wahrscheinlich, vor der Kamera zeigen die das nicht, aber
Hinter den Kulissen sieht alles immer anders aus. Man ist immer am Streiten. Jede Frau ist eifersüchtig. Die haben auch das Recht dazu. Ich meine, das ist ihr Eigentum, das ist ihr Mann. Aber bei mir hat es halt nicht mehr geklappt. Ich habe mich auf meine Arbeit fixiert und es ist einfach normal. Es kann auch immer, dass Frauen da sind und ne, das ist mein Job. Ja, deshalb bin ich jetzt Single und ja. So, ich suche mir jetzt noch eins hier raus. Das wird dann die letzte Frage sein. Mit wie viel... Bruh. Okay, Tyson. Okay, bruh. Mit wie vielen Jahren willst du heiraten? Boah, ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Also natürlich, jeder will mal heiraten, ne? Hoffe ich mal. Tyson! Aber wann, weiß ich ehrlich nicht. Das kann noch... Na, das ist so... Tyson! Das sollte nicht so lange dauern, aber so vielleicht noch so mindestens noch 2 Jahre so. Ich muss erstmal selber auf Beinen stehen. Ich sag mal so, wenn ich auf eigenen Beinen stehe, ich werde mir eine eigene Wohnung holen, ein eigenes Auto, wenn ich das alles in Stelle habe und dann, ja okay, und die richtige finde, warum nicht, ne? Dann gerne. Ich meine, ne, irgendwann müssen wir alle, also muss heiraten, dann bist du gefangen und dann, ach was, Leute, das ist was sehr Schönes. Tyson, hör mal, ich merke gerade, ich kann ja nicht weiter reden, ohne dass die Kamera gleich hinfällt. Ja, das war's von mir, Leute. Ich hoffe, dieser Snapchat FAQ hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir mal einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Ich denke mal, ihr habt noch weitere Fragen. Wenn ja, könnt ihr sie hier unter das YouTube-Video schreiben. Ich kann sie vielleicht beim nächsten Mal verwenden. Ein neues Video, YouTube FAQ, weiß ich nicht. Ey, ich muss das hier auf jeden Fall unterbrechen, Leute. Das war's von mir. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.